Ich freue mich ganz besonders, dass ich hier auf dem Podium deswegen begrüßen darf, zum einen zu meiner Rechten Marit Hansen, seit 2015 Landesbeauftragte für den Datenschutz in Schleswig-Holstein. Eine Frau mit Ahnung, sie ist nämlich Diplom-Informatikerin. Deswegen freut mich, dass ich links von mir eine zweite Frau mit Ahnung begrüßen darf, allerdings aus dem unternehmerischen Bereich, Diplom-Statistikerin, habe ich das richtig gesehen? Ja, das ist Christine Schäfer. Beide sind Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung. Da kommen wir vielleicht irgendwie drauf, aber die hat nämlich sehr oft getagt. Ne? Also, doch schon, ständig. Ja, ständig tagt die. Also vielleicht gibt es ja sogar schon Ergebnisse zu berichten, die für uns irgendwelchen Ausblick bieten für die Zukunft. Dann habe ich zwei Herren, beides Juristen. Ich wollte jetzt nicht sagen, weil ich selber Jurist bin, dass sie keine Ahnung haben, aber beides Juristen, die natürlich einen ganz anderen Angang zu dem Thema haben. Das ist logisch. Das ist rechts von mir Patrick Bayer. Patrick Bayer war eine Periode Mitglied des Schleswig-Holsteinischen Landtags, war dort Fraktionsvorsitzender, wenn ich mich richtig erinnere, und ist jetzt der Spitzenkandidat der Piratenpartei zur Europawahl. Er ist ein ausgewiesener Kenner, natürlich insbesondere im ganzen Bereich Thema Überwachung und so, hat also dort eine sehr erfolgreiche Verfassungsbeschwerde und andere Klagen angeführt. Also weiß zumindest, inwieweit man mit Recht Staat beeinflussen kann oder Staat einen mit Recht beeinflusst. Und links neben mir heute als Experte und Privatmann hier, das ist ganz wichtig zu betonen, weil er natürlich als jemand, der im Bundesministerium des Inneren mal früher zuständig war für diese Bereiche, immer mal wieder gerne auch angesprochen wird, ob er denn jetzt hier die Hauslinie oder so vertritt. Nein, das tut er natürlich nicht. Dr. Winfried Feil ist hier als ein ausgewiesener Experte. Er hat einen Kommentar mitgeschrieben, ein ziemlich dickes Ding. Juristen stehen auf Bücher, ja, also kann man kaufen, ist teuer. Der Gierschmann, da hat er mitgeschrieben. Wirklich, also wenn Sie was wissen wollen zur Datenschutzgrundverordnung, Ihnen. Ja? Aber er hat versprochen, nicht so oft Artikel und Paragraphen in den Mund zu nehmen. Trotzdem möchte ich starten mit ihm, nämlich mit der Frage, lieber Winfried, 6 Monate. Datenschutzgrundverordnung. Vor dem Hintergrund Ausblick nach vorn. Was kann man, was soll man, was darf man davon übernehmen oder nicht, wenn wir zum Beispiel über E-Privacy oder andere Bereiche reden, die wir ja noch regeln müssen oder die auf uns zukommen. Was ist da die Lehre, gut wie schlecht? Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch dafür, dass ich hier sein darf. In diesem illustren Kreis, der sicherlich extrem viel Sachverstand mitbringt, aber ich habe erfahren, es sind eben doch mehrheitlich Nicht-Juristen im Publikum, sodass wir hoffentlich das Abstraktionsniveau entsprechend ausgestalten werden. Die Frage, wie es weitergeht, ist absolut berechtigt und wünschenswert aus meiner Sicht, weil wir doch über viele Jahre hinweg eine sehr ideologische Schlacht ausgetragen haben um die Datenschutzgrundverordnung und um den Datenschutz. Ich war bei den Verhandlungen bei der Datenschutzgrundverordnung auf Seiten der Bundesregierung dabei und habe damals schon immer sehr gelitten darunter, dass die Sachfragen unter die Räder gekommen sind in dem besagten ideologischen Kampf. Auf der einen Seite die polemisch ausgedrückt Datenschutz-Talibane, für die der Datenschutz religionsähnliche Züge trägt, und auf der anderen Seite die Datenkraken und der böse Überwachungsstaat. Das waren so die beiden Antipoden, die zumindest in der veröffentlichten Meinung offenbar eine sogenannte Lobby-Schlacht ausgetragen haben in Brüssel und auch in Deutschland. Dass dazwischen natürlich mit hohem Sachverstand viele, viele Detailfragen geklärt werden mussten, diskutiert wurden, kam in der Öffentlichkeit tatsächlich nicht an. Und für mich war jetzt politisch spannend zu sehen, wie sich diese beiden Lager nach Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung wohl entwickeln würden. Ob es diesen Kampf zwischen
denjenigen, denen der Datenschutz nicht streng genug sein kann und denen, die nur in böswilliger Weise Geld verdienen wollen mit unseren Daten in Anführungszeichen, ob sich dieser Kampf eben weiter fortsetzen wird und was daraus wird. Und meine Einschätzung nach 6 Monaten ist, dass es die Lage natürlich immer noch gibt, dass es dazwischen jetzt aber eine große Zahl von Leuten gibt, die einfach ungeheuren Unmut haben über die konkrete Erfahrung, die sie mit der Anwendung des Rechts gemacht haben. Und wenn du gestattest, würde ich 3, 4 Beispiele mal nennen wollen, die ich jetzt in der Recherche herausgefunden habe. Ich habe am 25. Mai mal so einen Google Alert eingeschaltet mit DSGVO und GDPR und das läuft jetzt seit mir rein. Jetzt habe ich zum ersten Mal in die täglichen Nachrichten, die dann da so als E-Mail kommen, reingeguckt. Und da sind, und viele einige der Beispiele, die ich jetzt aufzähle, sind vielleicht auch anderen in der Bild-Zeitung begegnet. Also da gibt es zum Beispiel den Fall der Klingelschilder, Wien. Die Stadt Wien hat angeordnet, dass 200.000 Klingelschilder abmontiert werden müssen, weil das angeblich gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt. Wir haben jetzt gerade aktuell einen Fall in der Stadt Roth, da haben Kinder Wunschzettel an den Weihnachtsbaum gehängt und diese Wunschzettel wurden dann an private Unternehmen oder an städtische Bedienstete weitergegeben und dann wurden eben die Wünsche der Kinder erfüllt zu Weihnachten. Das hat jetzt offenbar ein Mitarbeiter der Stadt Roth hat jetzt gesagt, das geht nicht mehr. Was ich auch gelernt habe jetzt, ist, dass offenbar Kindergärten oder Kindertagesstätten eine sogenannte Portfolio-Dokumentation der Entwicklung ihrer Kinder vornehmen müssen. Und am Ende der Zeit im Kindergarten wird diese Portfolio-Dokumentation den Kindern ausgehändigt. Da sind aber natürlich auch andere Kinder drauf, auf den Bildern. Und da gab es jetzt Kindergärten, die haben dann die Gesichter dieser anderen Kinder geschwärzt. Das sind nur 3 Beispiele dafür, wie das Datenschutzrecht durch extreme Ausdehnung in die alltägliche Lebenswirklichkeit pervertiert. Und jetzt treten natürlich immer Leute auf den Plan, die sagen, das ist alles Panikmache, das ist eine falsche Anwendung des Rechts, das ist übertrieben. Bild-Zeitungs-Bashing wird dann betrieben. Und wenn man dann aber leider in die Details einsteigt, findet man immer heraus, dass ja, der eine Fall wohl eine falsche Anwendung des Rechts war, der andere Fall aber höchst umstritten ist unter Juristen und dass es Auslegungen sowohl in die eine als auch in die andere Richtung geben kann. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch erst gelernt, dass öffentliche Stellen nicht nur den Datenschutz bei automatisierter Datenverarbeitung, sondern auch bei Notizzetteln anwenden müssen. Und das ist meines Erachtens eine Folge des One-Size-Fits-All-Ansatzes der Datenschutzgrundverordnung, die eben darin besteht, alle Verarbeitungen personenbezogener Daten grundsätzlich gleich zu behandeln. Und das Problem ist, in ziemlich stark undifferenzierter Weise gleich behandelt. Und da wäre einer meiner Kritikpunkte, aber die Frage ist, ob es möglich wäre, jetzt eine Mehrheit dazu zu bekommen, eine politische Mehrheit, natürlich müsste das auf europäischer Ebene stattfinden, zu einer größeren Differenziertheit zu kommen und bestimmte Fallgestaltungen aus dem Anwendungsbereich des Datenschutzrechts auszunehmen. Also die Datenschutzgrundverordnung als Blaupause dann, wenn sie differenzierter wäre, würden Sie dem zustimmen? Ist das dann schon Ihre Lösung als, sag mal, Praktikerin oder sehen Sie das anders? Also Christine Schulter, ich mache im Alltag etwas, was ich mit den Worten der Datenschutzgrundverordnung gar nicht genau beschreiben kann.
mache eine Teilmenge von dessen, was gesamtheitlich als Verarbeitung bezeichnet wird. Wie würde ich sagen? Ich würde auch sagen, es ist dringend eine Differenzierung, es bedarf einer Differenzierung, vielleicht schon mal erstmal nur sprachlich. Ich habe ein weiteres Verständnis von, was ist Daten? Was sind Daten? Ob die nur personenbezogen sind oder auch nicht. Sie haben im Anwendungsfall, wenn ich jetzt tatsächlich, ich nenne das mal abstrakt, ein Datenprodukt. Vieles hier drin, wenn ich es mir anschaue, dann klingt das wie eine alte Adressverwaltung. Und ich rede nicht von alten Adressverwaltungen, wir reden von komplexeren Anwendungsfällen und da haben Daten unterschiedliche Aufgaben. Identifikation. Wenn ich bei einer Person bin, werte ich vielleicht manche Informationen nicht aus, aber ich muss ja wissen, um wen geht es. Entity Recognition. Und das kann technisch sein, welches Fahrzeug ist das, welcher Sensor piept gerade oder welche Frau Schäfer. Und Schäfer ist ein Sammelbegriff, kein Nachname, damit bin ich nicht identifiziert. Welche Frau Schäfer will gerade einen Kredit? Dann geht mein Nachname nicht in eine Bewertung ein, sondern erstmal, um mich zu identifizieren. Dann habe ich Daten, die mich identifizieren. Dann habe ich Daten, die Portfolien schneiden. Männer, Frauen, dies, das, man kann alles Mögliche machen. Das kann ich damit überhaupt nicht mitteilen. Das ist mir deshalb wichtig, weil ich eben denke, dass einige dieser Daten im Rahmen dieser Funktion, die sie ausüben, vielleicht auch unterschiedlichen Schutz bedürfen oder unterschiedliche Auflagen, abhängig davon. Und das, denke ich, ist auch so eine Hauptfrage. Was ist die Intention dieses Schutzes der Daten? Also ich habe für eine Bank gearbeitet, für die Deutsche Bank, habe da die Kreditrating Engine verantwortet und habe gelernt, nicht unbedingt die Buchstaben zu lesen, sondern mich manchmal zu fragen, was sollte denn jetzt erreicht werden? Und das ist manchmal mir nicht unbedingt immer klar. Die nächste Herausforderung, die ich sehe, wo vielleicht auch nur die begriffliche Präzision uns schon weiterbringen könnte, ist, wir haben jetzt die KI-Strategie, ja, und ich würde das, was ich tue im Alltag, nicht als KI bezeichnen, sondern als Data Science. Aber wir nutzen da Daten zum berühmten Lernen, zum Trainieren, es gibt Labels. Und da, das nehme ich jetzt aktuell mal am Markt und in der Industrie wahr, da herrscht jetzt viel Unklarheit, weil man schaut rein, man will es ja ordentlich machen, allein man sieht es halt nicht. Wie gehe ich denn jetzt um? Was ist eine Labels sind immer die Wahrheit, die zu etwas zugehört. Wenn ich ein Foto habe, dann wäre die Wahrheit zu wissen, wer ist in dem Bild. Und das kann ja auch im technischen, im Industrieumfeld sein, wo zufälligerweise ein Arbeiter durchläuft. Es gibt so Spiel, so Überhänge, wo sich die personenbezogenen Daten in das Technische reinschmuggeln. Und viele von meinen Kunden fragen sich halt, ich will es ordentlich machen. Allein wie? Hier steht nur Verarbeitung. Und andere Dinge wie Speichern und Strukturen und Dateisysteme ist halt auch ein Dateisystem. Wenn ich eine Struktur nutze, die zwar effizient ist, aber nicht strukturiert, bin ich dann draußen. Und da fehlt mir viel Sprachlichkeit, viel, um das dann abschließen zu können oder weiter bearbeiten zu können. Also auch eher ein Appell dafür, handwerklich besser ein Gesetz zu machen, das in der Praxis auch besser funktionieren kann, aber kein grundsätzlich anderer Ansatz. Datenschutz. Nee, das ist, glaube ich, ein anderes Problem. Ich glaube, die Batterie geht leer. Aber wir gucken mal, ob das... eine Batterie. Wunderbar. Patrick Breyer, wir sind gestartet mit dem, was ist. Versuchen trotzdem einen Blick nach vorn. Piraten nehmen für sich immer in Anspruch, jedenfalls in solchen Debatten, dass sie weiterdenken als andere. Gibt es von euch ein Konzept, gibt es von Ihnen einen Ansatz, der über die Regelungsmechanismen hinausgeht, die wir schon kennen und gerne auch noch natürlich was zum Datenschutz zu sagen, das ist gar kein Thema. Ja, vielen Dank. Zunächst mal fühle ich mich angesprochen durch diejenigen, die Herr Feil als Datenschutz-Taliban bezeichnet hat, denn ich bin ja einer derjenigen, die seit vielen Jahren für unser Recht auf informationelle Selbstbestimmung kämpfen und gegen Massenüberwachung, sei es im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, sei es vor Gericht oder in der Piratenpartei auch.
Ich würde mich eher als digitalen Freiheitskämpfer sehen. Und ich glaube, die Taliban sind nicht so bekannt dafür, dass sie für Freiheit kämpfen. Eher das Gegenteil. Deswegen halte ich den Begriff nicht für so passend. Aber es ist, glaube ich, auch ein Kampfbegriff. Und ich muss zugeben, dass wir auf den Demos Freiheit statt Angst oft auch Herrn Schäuble bezeichnet haben als Grundrechtsterroristen. Das ist vielleicht ein genauso plakativer Begriff. Deswegen können wir gerne sowas plakativ verwenden. Aber ich glaube, was wir nie aus den Augen vergessen dürfen bei der Diskussion ist, worum geht es eigentlich bei dem Datenschutz? Und was motiviert mich zu diesem Kampf und Engagement? Das ist einfach die Erkenntnis, Wissen ist Macht. Wer was über mich weiß, hat Macht über mich. Sei es, dass er mich kontrollieren kann, dass er mich manipulieren kann, dass er mich diskriminieren kann, dass er meine Daten missbrauchen oder mich sogar erpressen kann, je nachdem, was das Wissen beinhaltet. Während Anonymität, wenn ich im Schutz der Anonymität handle, kann ich frei handeln, ohne Angst vor negativen Konsequenzen. Und das sehe ich eben einfach als die Grundlage einer offenen und vielfältigen Gesellschaft und auch des demokratischen Engagements an, dass man sich ohne Furcht vor Konsequenzen bewegen kann und vor Nachteilen. Edward Snowden sagte ja mal, ich will nicht in einer Gesellschaft leben, in der alles, was ich tue und lese und schreibe, aufgezeichnet wird. Und ich würde dem hinzufügen, weil aus einer solchen Gesellschaft eine Anpassung erwächst, ein Anpassungsdruck erzeugt wird, das heißt, die Gesellschaft zunehmend gleichförmiger wird und Menschen eigentlich nur noch konsumieren, statt sich mutig für ihre Rechte einzusetzen, auch auf die Straße zu gehen. Und gerade im Zeitalter der digitalen Revolution ist die Macht der Daten so stark wie noch nie. Und die Macht derjenigen, die sie haben, über uns auch so stark wie noch nie. Und deswegen glaube ich, ohne diese Grundlage wird man auch ganz anders an die Diskussion um das Datenschutzrecht der Zukunft rangehen. Und daraus leite ich auch einige Schlussfolgerungen ab. Zum einen, positiv an der Datenschutzgrundverordnung ist natürlich, Datenschutz ist in aller Munde. Jeder diskutiert es. Es wird ernst genommen. Es wird auch im Ausland ernst genommen von globalen Internetkonzernen erstmals. Das heißt, es funktioniert, europäisches Datenschutzrecht zu machen. Die Transparenz wurde verbessert. Ich kann jetzt mehr nachlesen, wenn ich viel Zeit habe und als Jurist auch verstehe, was da so geschrieben wird in Datenschutzinformationen. Aber andererseits, was nicht funktioniert hat, ist, man hat ja quasi das europäische Datenschutzrecht so vereinheitlicht und nivelliert, dass man ganz viele differenzierte Regelungen ersetzt hat durch Generalklauseln. Berechtigtes Interesse, überwiegende Interessen, berechtigtes Interesse von Dritten. Also so schwammig, dass es letzten Endes in der Hand der Datenverarbeiter gelegt wird. Jedenfalls solange die Behörden nicht entscheiden, solange die Gerichte nicht entschieden haben, in vielen Jahren, wie dies dauern wird, bis man da mal Klarheit hat, so lange liegt es letzten Endes in der Hände der Datenverarbeiter, was sie machen, worin sie ein berechtigtes Interesse sehen und welches Interesse in ihren Augen überwiegt. Das können wir uns schon denken, welches das ist. Und deswegen finde ich, das, was die Datenschutzverordnung nicht verändert hat, ist, dass nämlich die Datenverarbeitung, die exzessive Datenverarbeitung, ohne unsere Zustimmung zurückgefahren wird. Gerade Unternehmen wie Facebook machen ja einfach weiter wie bisher, dass sie ohne unsere freie Entscheidung komplett uns überwachen im Internet, eine Zwangsidentifizierung haben, eine Real-Name-Policy, alles das, was ständig kritisiert wird und was auch dazu führt, dass Facebook ständig Daten verliert und unsere Daten missbraucht werden. Diese riesigen Datenberge werden ja weiterhin angehäuft. Und daran ist bis jetzt noch nichts geändert worden. Und deswegen meine politische Schlussfolgerung, was muss man besser machen? Wir brauchen eine Internet-Datenschutzgesetzgebung auf EU-Ebene, die speziell auch dem besonderen Schutzbedürfnis im Internet Rechnung trägt. Das heißt, die gewährleistet, dass wir ein Recht auf anonyme Internetnutzung haben, die verhindert, dass wir auf Schritt und Tritt im Netz überwacht werden, nur weil es technisch möglich ist. Während heute, wenn man Zeitungen liest oder Bücher liest, ist das nicht möglich. Da ist es selbstverständlich, dass das völlig undenkbar wäre, wenn der Spiegel mich beim Lesen seiner Zeitschrift beobachten würde. Und nur weil es geht, sollte man es nicht einfach machen. Wir brauchen eine Verpflichtung zur Interoperabilität. Das heißt, wenn ich soziale Netzwerke nutze, werde ich nur dann zu einem datenschutzfreundlichen Anbieter wechseln, wenn ich meine Kontakte mitnehmen kann. Und warum geht das im Telefonnetz, wie wir vorhin gehört haben, dass ich zu einem anderen Anbieter wechseln, meine Rufnummer mitnehmen kann, erreichbar bleibe? Warum geht das nicht auch, wenn ich von Facebook wechsle zu Diaspora
oder von Twitter zu Mastodon oder so. Da brauchen wir dringend eine Zusammenschaltungsverpflichtung, sodass es möglich wird, seine Kontakte mitzunehmen und dass wir da auch einen Datenschutzwettbewerb in Gang bringen. Denn nur so kann ja der Datenschutz als Goldstandard auch wirken sozusagen. Natürlich darf bei der E-Privacy-Verordnung nicht die Vorratsdatenspeicherung legalisiert werden, wie das jetzt so geschehen droht. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Verordnung greift sehr kurz, denn sie betrifft Telekommunikation, sie betrifft das, was aus Endgeräten ausgelesen wird, aber zum Beispiel nicht, was die Server speichern über unsere Nutzung von Internetangeboten. Das ist gar nicht Gegenstand dieser Verordnung. Deswegen die Forderung Internetdatenschutzgesetzgebung. Und vielleicht noch eine politische Schlussfolgerung. Es hat ja so viel Lobbyismusaktivitäten im Zusammenhang mit dieser Datenschutzgrundverordnung gegeben, dass ich die Schlussfolgerung daraus ziehe, wir brauchen mehr Transparenz, was den Einfluss von Lobbyisten auf die europäische Gesetzgebung speziell angeht. Wir brauchen bessere Vorkehrungen gegen Interessenskonflikte. Also Stichwort Drehtüreffekt, kann nicht sein, dass Leute mit ganz klaren eigenen Interessen in einer anderen Funktion dann plötzlich das öffentliche Interesse wahrnehmen sollen. Und wir brauchen auch Elemente direkter Demokratie auf EU-Ebene. Denn wenn die EU sowas plant, wie Upload-Filter einzuführen, die das Internet kaputt zu machen drohen, oder ein Leistungsschutzrecht, dann muss es auch im Zweifel möglich sein, dass die Bürger selbst diese Entscheidung an sich ziehen, wenn da so ein Mist rauskommt auf EU-Ebene, dass man dann per Volksentscheid das verhindern kann. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Menschen dann auch in solchen Fällen nicht so entscheiden wie 90% der veröffentlichten Meinung. Gerade bei dem Thema Leistungsschutzrecht und Upload-Filter, wenn das nach der Zeitung geht, dann wüsste ich, wie die ausgeht, die Entscheidung eher zugunsten der Politik. In der Lage haben wir aber auch ein eigenes Interesse. Die haben wir, naja gut. Aber in der Tat, also da nehme ich jetzt mit zwei Punkte. Das eine, Anonymität ist für Sie sehr wichtig, dass Sie sagen, das ist einer der entscheidenden Faktoren für zukünftige Regelungen. Aber das Zweite war trotz des Lobs am Anfang letztlich ja doch ein Stück weit Kritik, dass Sie sagen, wirken tut das auf die großen Datenkraken eigentlich noch nicht. Und deswegen gebe ich gerne die Frage weiter an Sie, weil neben der Ursprungsfrage Ihr Kollege aus Baden-Württemberg jetzt vor kurzem erläutert hat und hat gesagt, 50% aller Beschwerden gehen auf Betreiber, die ihren Sitz in Luxemburg und in Irland haben. Also ich habe eine Idee, wer das ist. Und die wiederum sagen, sie sind dafür eigentlich gar nicht zuständig und wollen jedenfalls nicht so wirklich was machen, wie vielleicht die schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte sich wünschen würde, dass die Kolleginnen und Kollegen unterwegs sind. Also Goldstandard, so wie es ist, oder ist da noch was zu tun? Wir haben ja schon alle gehört, dass die Datenschutzgrundverordnung sehr abstrakt ist und wahrscheinlich hätte man sich anders nicht einigen können. Jetzt muss man ja auch sehen, wie kommt man da überhaupt hin. Denn die guten Lösungen von früher sind fast immer, jetzt immer noch gute Lösungen. Nur wir haben natürlich noch viel mehr gute Lösungen, auch aus dem Informatikbereich, aus dem Engineering-Bereich, die noch gar nicht angekommen sind in den Köpfen von solchen, die vielleicht was regeln könnten. Also besondere Methodik beispielsweise, um tolle Pseudonyme einzuführen, ja. Eine Nichtverkettbarkeit von irgendwelchen Informationen. Ich weiß nicht, wie muss ich es gerade halten vielleicht? Ich probiere jetzt mal 90 Grad. Ja. So, bestimmt ist das irgendeine Fernsteuerung hier. Also viele Methoden gibt es, viele Lösungen gibt es und die sind gar nicht bekannt. Die werden auch gar nicht den Weg in den Markt finden, wenn nicht irgendwo der Hebel, die Incentives zumindest, die Anreize da sind. Aber jetzt erstmal das Storytelling über, wie blöd ist denn das Ding, das ist so einfach. Könnte ich übrigens auch machen, ich bin ja nur Aufsichtsbehörde, ich habe das ja nicht erfunden, ich kann da auch drauf dreschen. Ist aber nicht mein Interesse, das Ding ist da, wir haben die Datenschutzgrundverordnung und die geht nicht weg. Und es ist gar nicht so schwierig, wenn man faire Lösung hat, wenn man schon weiß, der Zweck, es geht auch immer um die Sache, der Zweck der Datenverarbeitung, an dem orientiert es sich, aber auch an den Rechten und Freiheiten, das ist jetzt ein bisschen sperrig für Informatiker, aber nicht für Aufsichtsbehörden, Rechte und Freiheiten, das ist das Wesentliche. Und da haben wir auf einmal aus datenschutzbehördlicher Sicht auch sowas wie Uploadfilter. Das taucht auf einmal jetzt bei uns auf, obwohl das doch vorher mit, deswegen, warum musste ich mich um Meinungsäußerung kümmern? Ja. Aber diese Rechte und Freiheiten, das spielt jetzt auf einmal rein in alles. Also das ist etwas, was
bei dem tausendsten Lesen eine Aufsichtsbehörde dann vielleicht merkt, das ist ja auf einmal was ganz anderes, als wir vorher hatten. Ja. Aber die guten Lösungen von früher, die sind immer noch gut. Es gibt aber viel bessere. Wie kriegen wir sie dahin? Jetzt möchte ich auch über E-Privacy reden. Die Gestaltung, die steckt hier ganz massiv drin, aber doch wieder so, dass sie so abstrakt ist, dass keiner drauf kommt, man muss was tun. Der Artikel 25, einen will ich nennen, der sagt, man muss das richtig gestalten und sogar, man muss die Defaults, die Standardeinstellung korrekt setzen, datenschutzfreundlich. Dann kann der Betroffene, also der Nutzer, die Nutzerin, sich selbst entscheiden, mehr an Daten freizugeben. Das ist ein großes Prinzip, was sich bestimmt auch auf Tracking und so auswirken kann. Jetzt E-Privacy. Hier haben wir eine Verpflichtung in der Grundverordnung, die richtet sich nur an den Verantwortlichen. Also nur die Organisation, die die Daten verarbeitet, also darüber entschieden hat, über Zwecke und Mittel, aber nicht an die Hersteller. Die Hersteller haben fast allesamt gar nichts gemacht oder ein bisschen in ihrer Privacy Policy gedreht, gesagt, wir haben schon immer Privacy by Design gemacht und jetzt schreiben wir es hin und sind ganz vorne und warten mal, bis jemand dagegen klagt. Also erstmal sich beschwert, dann kommt eine Aufsichtsbehörde, dann ist sie nicht zuständig, kommt die nächste und dann kommt nachher eine Klage und ganz, ganz, ganz später, nach 10 Jahren vielleicht, ist man beim Europäischen Gerichtshof. Und das ist natürlich das Geschäftsmodell. Ich bleibe bei meinem Datensammeln, bis mir jemand das wirklich aus der Hand schlägt. Wenn das so lange funktioniert, dann ist das Incentive für die besseren Lösungen ja auch gar nicht da. Warum haben wir denn kein europäisches, faires Facebook-Substitut? Irgendwas, was das viel besser macht. Wir haben viele Ansätze, aber wer groß ist, der kriegt auch einmal viel mehr. Man kommt da eben nicht so einfach weg. Selbst die Datenportabilität löst noch nicht das Problem, was mein Kollege hier gerade gesagt hat, wirklich die Nummer zum Beispiel mitzunehmen. Also viele Ansätze, die schon da sind. Ich möchte aber als Feature jetzt, ich möchte die Hersteller mit ins Boot nehmen. Ich möchte auch Anforderungen an Hersteller haben, damit das für den Markt, für die Herstellung auch überhaupt klar ist, man ist selbst betroffen, man muss auch was tun. Also man kann auch nachweisen, dass man es gut macht und dann hat man auch Vorteile am Markt. Das fehlt seit 95 dabei und dachte von Anfang an, wir müssen das doch schnell in diese Richtung drehen. Es ist jetzt die erste Chance da, jetzt 2018, aber noch nicht realisiert. Und tatsächlich der letzte Entwurf der E-Privacy-Verordnung hat ja genau die Anforderungen an die Browser wieder zurückgedreht. Also auf einmal werden die Hersteller schon wieder nicht reingenommen, wenn der Markt nicht mehr bietet. Dann wo dreht sich denn was? Andersrum, wenn Sie wissen wollen, wie man gute Lösungen macht, wir können das hier gemeinsam gerne weiter drehen. Und da kann ich mir eben auch diese Gremien, IETF mit ISOC und allem drum und dran vorstellen, dass selbst gute Lösungen bereitgehalten werden in Repositories, mit Open Source, in den Standards. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Sinnvolle voranzubringen und dem entgegenzusetzen, was gerade sehr schwierig auch von Aufsichtsbehörden einzudämmen ist, nämlich die Übermacht von Global Playern, die noch nicht mal richtig ernsthaft versuchen, sich an die Grundverordnung zu halten. Die Frage da an die Praktikerin, es mag an meinen mangelnden Kenntnissen liegen, aber so viel außer der Zielsetzung Privacy by Design oder by Default, gibt es eigentlich an Best Practices, an tatsächlichen Beispielen, an irgendwelchen Repositories oder so tatsächlich noch nicht. Aber worin soll denn der Anreiz oder wo kann der Anreiz denn herkommen, sowas zu entwickeln? Aus der Firma selber, ist das tatsächlich so oder ist es eher so, dass wir hier zum Teil eine Geisterdiskussion führen, dahingehend, dass wir zwar ein politisches Ziel haben, wir haben einen Glauben, da sind wir uns im Wesentlichen auch einig, aber wie wir da hinkommen, das überlassen wir denjenigen, für die die Anreize vielleicht gar nicht existieren. Ja, auch hier, das würde ich differenziert sehen. Wir haben auf der einen Seite völlig unbestritten die Global Player und die haben sicherlich kein Interesse am anderen Browser. Da muss man, wie auch immer, aber nicht unbedingt nur im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung sicherlich Lösungen finden. Auf der anderen Seite die Kindergärten und ich komme mit meinem Anwendungsportfolio eher Industrieanwendungen, bei denen von der Seite nicht hauptsächlich plötzlich personenbezogene Daten reinkommen. Und vielleicht ist gerade diese Gruppe auch diejenigen, die da am dankbarsten sind, weil bei ganz vielen Kunden ist so, ich will es ja ordentlich machen, genau. Sag mir wie. Ja, die wären dankbar für Musterverträge, die können eben nicht warten auf eine wie auch immer geartete, in 5 Jahren abgeschlossenes Gerichtsverfahren. Die wollen jetzt was umsetzen und die Dinge, an denen ich mitarbeite, diese Datenprodukte, das dauert 3-4 Jahre, können jetzt nicht abwarten,
bis da eine Regelung da ist. Und möglicherweise ist genau diese Gruppe eben auch diejenigen, mit denen man, ob das, ja, wir brauchen da eine genaue Klärung, wie gehe ich um, wenn personenbezogene Daten in nicht personenbezogene reinkommen. Das ist die eine Ebene, aber auf der anderen Seite sehe ich da die Personalchefs und alle schon, die sind dankbar. Also vielleicht bedarf es da nur eines konsolidierten Schubsers, um dann tatsächlich solche Software auch zu bekommen. Und ganz korrekt, es gibt hochkomplexe Pseudonymisierungs-Anonymisierungsverfahren. Das ist natürlich ein Kostenpunkt. Und dann, denke ich, muss man dann wieder geeignet mit den richtigen Paragraphen, die ich nicht alle auswendig benennen kann, sicherlich wedeln. Aber haben wir nicht gleichzeitig einen Zielkonflikt? Also wenn ich jetzt das zusammenführe, was ich so sage, wir haben ja auf der einen Seite Firmen, die würden gerne compliant sein. Wir haben Anforderungen, die von Seiten des Datenschutzes kommen, die zum Beispiel in Richtung Identifizierbarkeit gehen. Ich muss Auskunft erteilen, ich muss Impressumspflicht, also die zum Teil aus Gründen, naja, aber die zum Teil wiederum dem Ansinnen von Anonymität auch ein Stück weit widersprechen. Einfach um Responsibility, um Compliance dann auch überprüfen zu können, muss ich jemanden identifizieren. Ich habe zum Teil ja in der Datenschutzgrundverordnung sehr weitgehende Verpflichtungen zum Logging. Alles Mögliche muss ich nachweisen können, was Mitarbeiter tun und so weiter. Aber Winfried Feil, in diesem Zielkonflikt ist der Ansatz aller Regelungen immer die Personenbezogenheit eines Datums. Christian Schäfer hat es schon kritisiert und gesagt, das müsste eventuell anders werden, differenzierter werden. Und zum Zweiten gehen wir immer davon aus, von der Grundannahme, dass die Datenverarbeitung als solche per se, Krake hin, Krake her, per se ein Risiko darstellt, dem wir begegnen durch ein generelles Verbot, dass wir ausnahmsweise sozusagen aufheben. Soll das bei E-Privacy, soll das bei künftiger Regulierung das weitere, immer noch das Prinzip bleiben oder gibt es Alternativen? Ja, ich bin sehr dankbar für die Frage, denn wir haben nicht nur einen Zielkonflikt, wir haben bei jeder Datenverarbeitung ständig Zielkonflikte. Es geht immer um das Verhinderungsinteresse des Betroffenen, was oft ja gar nicht vorliegt, sondern nur angenommen wird. Und auf der anderen Seite um das Interesse des Datenverarbeiters, Verarbeitungen vorzunehmen. Das heißt, wir sind immer in einer Interessenabwägung und diese Interessenabwägung ist immer grundrechtsgeladen. Und das hat mich sehr geärgert, dass der Herr Breyer eben als einziger für sich in Anspruch genommen hat, Freiheitskämpfer sein zu wollen. Ich sehe mich genauso als Freiheitskämpfer, nur eben von der anderen Seite kommt. Wenn ich heute Abend auf meinem Blog schreibe, habe eine interessante Diskussion mit Patrick Breyer geführt. Dabei hatte er verquere politische Auffassungen vertreten und im Übrigen ist er aber ein sehr sympathischer Mensch. Dann ist das ein Datenschutzverstoß, weil ich ihn nicht vorher informiert habe. Ich habe aber von meiner Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht. Und das Datenschutzrecht greift trotzdem ein. Ich muss mir also vorher überlegen, habe ich eigentlich einen Erlaubnistatbestand? Und das ist für mich ein Eingriff in meine Meinungsfreiheit, die ich mittlerweile, weil ich halt natürlich auch sensibilisiert bin, auch spüre. Das ist ein Chilling-Effekt für mich. Anderes Beispiel, Straßenfotografie. Also Personenfotografie ist im Augenblick für mich gefühlt ungefähr wie Ladendiebstahl. Weil ich genau weiß, es ist alles rechtlich umstritten. Darf ich das Foto noch machen? Darf ich es speichern? Darf ich es in der Cloud speichern? Darf ich es sofort bei Flickr veröffentlichen? Ich habe eine Fotowebseite, ich mache also Straßenfotografie. Ein einziger Datenschutzverstoß. Keinen einzigen der Personen habe ich gefragt. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass ich abgemahnt werde, damit ich das vor den EuGH tragen kann, weil ich mich im Recht sähe und natürlich meine Kunstfreiheit geltend machen würde. Und sagen würde, das ist, ich sehe mich natürlich dann entsprechend auch als guten Fotografen an, aber das Bundesverfassungsgericht sagt ja, es kommt gar nicht so sehr auf die Qualität an. Also ich würde von meiner Kunstfreiheit meine Kunstfreiheit in Anspruch nehmen wollen und habe natürlich auf der anderen Seite im Blick, dass ich möglicherweise Persönlichkeitsrechte verletze. Deswegen würde ich natürlich bestimmte Bilder auch nicht
hochladen, aber das ist gesunder Menschenverstand. Hat sich am 25.05. was geändert in diesen beiden Beispielen? Ja. Das ist ein Einwand, der nicht triftig ist. Das war ja vorher schon falsch. Nee. Das Recht war vorher schon falsch. Ja. Nur jetzt kommen Nachweispflichten hinzu, Dokumentationspflichten, Informationspflichten, viel, viel mehr als vorher, die erdrosselnde Wirkung haben. Diese Nachweispflichten müssen proaktiv gegenüber der Datenschutzaufsichtsbehörde vorgetragen werden. Das ist neu. Und neu ist natürlich auch die Awareness. Nicht proaktiv vorgetragen. Sie müssen Nachweispflichten proaktiv erfüllen. Gut. Also ich muss sie erfüllen. Wenn ich von meiner Meinungsfreiheit Gebrauch mache, muss ich einen Erlaubnistatbestand mir suchen. Das ist schon ein Verstoß gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wo nämlich Meinungsfreiheit vorbehaltlos gewährleistet sein muss. Dann muss ich den Betroffenen eigentlich informieren. Völlig unmöglich. Geht nicht. Ich will jetzt nicht immer sagen. Und ich muss die ganzen Begleitpflichten, Nachweispflichten und so weiter erfüllen. Das ist ein enormer Freiheitsverstoß, der durch dieses Recht geschaffen wurde. Und deswegen meine Ergebnis ist, wir haben ein Recht geschaffen, das einseitig zugunsten des Betroffenen besteht, und diese Mehrdimensionalität im Grundrechtsverhältnis unzureichend berücksichtigt. Patrick Breyer ist ja direkt angesprochen worden, und in der Tat, bei Piraten denkt man an Freiheit. Jetzt haben wir einen Pirat, der sagt, das Verbot wäre dann das die höchste Form der Gewährleistung der Freiheit, also das Gegenteil von ihm, was er jetzt sagt, oder ist da ein anderer Ansatz dahinter? Sie haben sich eine lebendige Diskussion gewünscht, und es freut mich, dass das gelingt. Ich begrüße auch Herrn Feil als Kollegen im Kampf um die Freiheit. Aber ich glaube, der Unterschied ist doch, ich kämpfe um Freiheit durch Datenschutz und Sie um Freiheit von Datenschutz. Das ist vielleicht ein anderer Freiheitskampf. Ich kann nicht auf alles eingehen, was er gesagt hat, aber es ist mit Sicherheit kein Datenschutzverstoß, wenn Sie mich öffentlich kritisieren oder wie auch immer. Es ist vielleicht ein Eingriff in das Recht auf Datenschutz, aber nicht automatisch ein Verstoß. Jetzt zu den beiden Punkten, die Sie in der Eingangsfrage genannt haben, risikobasierter Ansatz und Verbotsprinzip. Zum ersten Punkt, dieser sogenannte risikobasierte Ansatz zielt ja darauf ab, dass man im Endeffekt das Datenschutzrecht abbauen will. Das heißt, man will einen Teil der Daten, die bisher geschützt sind, einfach aus dem Datenschutzrecht rausnehmen, weil das belanglose Daten sind. Ich bin ja jemand, der bis vor den EuGH gezogen ist, um zu erstreiten, dass IP-Adressen, das heißt das, was wir im Netz machen, unter den Datenschutz fällt. Und das sind Daten, die nicht direkt mit Namen gekennzeichnet sind, aber die sich natürlich zurückführen lassen auf eine Person und wo man letzten Endes rekonstruieren kann, wofür ich mich interessiere, was meine Interessen sind, was meine Vorlieben sind, was auch meine Schwächen sind und womit ich vielleicht erpressbar bin, äußerst sensible Daten. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht schon, als es dieses Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, also über seine Daten selbst bestimmen zu dürfen, hat das Bundesverfassungsgericht schon gesagt, es gibt im Zeitalter der automatischen Datenverarbeitung keine belanglosen Daten mehr. Weil je nachdem, wofür man sie verwendet, können auch vermeintlich harmlose Daten, zum Beispiel meine Identität, äußerst bedeutsam sein. Zum Beispiel, lacht ihr über das Beispiel Klingelschild, wenn ich aber Stalking-Opfer bin, dann habe ich natürlich ein berechtigtes Interesse daran, dass nicht jeder an meiner Klingel lesen kann, also besonders nicht diejenigen, die mich stalken, wo ich wohne. Ne? Also daran sieht man schon, es gibt diese belanglosen Daten nicht, deswegen ist es ein falscher Ansatz, bestimmte Daten ausnehmen zu wollen. Richtiger Ansatz ist, es ist ja eine Abwägung vorzunehmen bei der Frage, ist eine Datenverarbeitung zulässig oder nicht. Und in diese Abwägung fließt natürlich auch ein, wie stark ist mein Interesse am Schutz meiner Rechte und Freiheiten. Das ist vielleicht weniger stark in bestimmten Verwendungszusammenhängen und dann überwiegt eben das Interesse desjenigen, der die Daten verarbeiten will. Und der zweite Punkt, Verbotsprinzip. Es stimmt zwar, dass die Juristen von einem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt sprechen, aber ich finde, beim Datenschutzrecht ist dieser Begriff falsch aufgehoben. Denn es geht nicht um Verbot, sondern es geht um informationelle Selbstbestimmung. Es ist ja nicht so, dass das Datenschutzrecht sagen würde, alles ist verboten, sondern das Datenschutzrecht sagt, im Grundsatz musst du fragen. Du musst den Betroffenen fragen, bist du damit einverstanden, dass ich meinetwegen dich erfasse, wenn du im Internet surfst.
oder willst du das anonym tun? Das heißt, es geht gar nicht darum, dass irgendjemand irgendwas verbietet, sondern es geht darum, wer entscheidet denn darüber? Das macht nicht der Gesetzgeber, sondern derjenige, um dessen Daten es geht, ich und sie. Sie sollen selber entscheiden, wer was mit ihren Daten machen kann. Und das, finde ich, ist kein Verbot, sondern es liegt ja in ihrer Hand, ob sie es verbieten oder ob sie es erlauben. Nur dazu muss ich gefragt werden und dazu muss ich auch eine Wahl haben. Sonst ist eigentlich dieses Einwilligungsprinzip wenig wert. Und da würde ich auch ansetzen bei der Kritik daran, dass dieses Einwilligung zu leicht zu bekommen ist im Internet. Wir brauchen erstens eine Wahl, das heißt, man muss das sogenannte Koppelungsverbot ernst nehmen. Es darf nicht einfach die Bereitstellung aller Dienste davon abhängig gemacht werden, dass ich quasi mein Datenschutzrecht aufgebe, sondern ich muss gefragt werden, ob ich was will. Ich muss eine Wahl haben, auch Nein zu sagen. Ich brauche einen Wettbewerb, das heißt eine Interoperabilitätspflicht, um zu einem anderen Anbieter zu gehen, wenn ich einen nicht nutzen möchte. Und ich brauche auch eine Kontrolle solcher Einwilligungsklauseln auf ihre Angemessenheit hin. Der Bundesgerichtshof hat schon entschieden, das sind eigentlich allgemeine Geschäftsbedingungen, Kleingedrucktes. Und natürlich muss das Kleingedruckte wie andere Klauseln auch überprüft werden. Ist das überhaupt angemessen, was mir Facebook da vorgeben will? Nur es passiert zu selten, die Datenschutzbehörden sind nicht so, meinen sie sind nicht so richtig zuständig für solche Angemessenheitskontrollen. Die Gerichte machen das nur sehr selten. Und da muss nachgebessert werden. Jetzt fragt man die Leute nach den Einwilligungen. Sie haben es gesagt, das ist ja ein Wahnsinnsphänomen, die Leute klicken immer Ja. Ne? Also es ist bei der Cookie-Geschichte, die wurde jetzt in Deutschland umgesetzt, das funktioniert überhaupt nicht, die Leute klicken alles an. Ich klicke Nein. Ja gut, Sie, aber die meisten klicken einfach Ja. Das ist bei den Einwilligungserklärungen von Facebook und so, ne, zu erkennen gewesen. Also die, die einwilligungsbasiert arbeiten, kriegen im Prinzip alles, was sie wollen, weil es auf dem Markt keine den Leuten jedenfalls gleich vergleichbar attraktive Alternative gibt. Ich würde das jetzt mal zusammenfassen. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das denn dann? Heißt das in der Konsequenz, weil es keine Alternative gibt und die Leute klicken Ja, muss ich ihnen dann konsequenterweise diese Freiheit nehmen, weil sie sich damit in ein Risiko begeben, dass sie nicht überschauen können? So ähnlich ist ja die Argumentation zum Teil von Datenschutzbehörden bezüglich Facebook, ne? Dass man also den Behörden sagt, also ihr dürft dort nichts anbieten, weil solange das nicht rechtssicher gewährleistet ist, zieht ihr Leute dorthin und ja, ihr lockt die sozusagen an in ein System, das wir nicht füttern wollen. Füttert nicht die Datenkrake, ne? Das ist ja die Idee dahinter. Nur, da sind wir genau an dem Punkt, wer bestimmt denn das? Also wer ist sozusagen, wo entsteht die gesellschaftliche Norm, was also hinzunehmen ist? Ist Tracking hinzunehmen oder nicht? Ist Videoüberwachung für Dieselfahrverbote in Ordnung? Oder nicht? Also wer definiert diesen Umgang mit den Daten? Wo entstehen diese neuen Normen? Weil da verzieht sich ja was. Ne? Also wir haben vor einiger Zeit, waren wir uns noch sehr einig, dass die Mautbrücken auf gar keinen Fall die Daten behalten dürften. Ne? Inzwischen gibt es ganz viele, die sagen, eigentlich wäre es schon ganz gut. Ne? Man könnte so viele schöne Sachen bei der Bundesinnenminister. Der Bundesinnenminister zum Beispiel sieht das so. Ja, aber wer definiert das? Ich habe eine Antwort. Und ich dachte, ich komme dran. Privatsphäre ist eine Idee aus Verhaltensweisen, Erwartungen, gesellschaftlichen Konventionen und individuellen Neigungen. Das ist die Privatsphäre. Wenn wir mit dem Datenschutzrecht nur die Privatsphäre schützen wollen, was natürlich eine traditionelle Auffassung ist, gibt ja auch andere progressive Auffassungen, die da zum Beispiel die informationelle Asymmetrie bekämpft sehen wollen, Begriff informationelle Selbstbestimmung ist schon gefallen. Viele andere Schutzgüter sind in der Diskussion. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Privatsphäre eine Idee aus Verhaltensweisen, Erwartungen, gesellschaftlichen Konventionen und individuellen Neigungen ist, finde ich eine gute Definition, dann ist es schwer, das in Gesetzesform zu gießen. Am Ende entscheidet aber das Parlament mit demokratischer Mehrheit, was als Default gesetzt werden soll und was eben nicht Default ist. Ja, aber ist es nicht in der Praxis so, dass es häufig die Behörde ist, die das zu entscheiden hat, sei es in der Auslegung von Klauseln, sei es eben, wenn es Generalklauseln sind, in der Abwägung? Und ist das im Kern noch das, was eigentlich Aufgabe einer Behörde ist?
Also wir haben ja eben schon gehört, der Datenverarbeiter entscheidet als erstes. Ja. Und wenn es eine Beschwerde gibt, dann wird der Beschwerde nachgegangen durch die Behörde und die entscheidet dann auch nach einer Anhörung, wie das so funktioniert. Und häufig ist da ja nichts dran an den Beschwerden oder man hat sich ein Recht eingebildet, was man nicht hat. Aber erstmal geht es ja schon los mit der Rechtsgrundlage. Herr Feil hat ja gerade dargestellt, wenn es ein parlamentarisches Gesetz ist, dann ist man da auf der sicheren Seite. Also da hat man dann eine Basis. Das kann man wieder vor dem Verfassungsgericht challengen. Beispielsweise ist überhaupt nicht einzusehen, dass man für die Diesel-Einfahrtzonen-Kontrollen eine Videoüberwachung von Kennzeichen vornimmt. Man kann das nämlich ganz anders lösen. Also wieso wollen wir in einen Risikobereich eintreten, der durch relativ wenig Mehraufwand, also es gibt natürlich Leute, die wollen jetzt diese Systeme verkaufen, aber relativ wenig Mehraufwand, ganz andere Lösungen hat, wo auch nicht verkettbar wäre, in welche Bereiche ich noch eingefahren bin. Wie so ein Identifier, ich kann ja hier ein bisschen Englisch reden, ein Identifier, wenn Juristen stehen, der überall gleich ist und über mich dann eine Erhebung meines ganzen Lebens, Mobilitätsverhaltens macht. Wir haben noch eine viel bessere Lösung. Warum sollten wir uns mit diesen schlechteren, naiven Lösungen zufrieden geben? Und wie kommt jemand auf die Idee, sowas vorzuschlagen, ob dabei nicht Bundesrat und Bundesverkehrsministerium? Und auch in dem anderen Bereich, wenn die Leute selbstbewusst bei, von mir aus Facebook, wissen, ich möchte da mitmachen, ich bin auch bereit, dass meine Daten da sind und so, das ist ja das eine. Aber wenn ich eine Fanpage, das ist ja der Streit, den wir mit dem, vor dem EuGH schon hatten, wenn ich dort ermögliche, dass andere zugreifen und möglicherweise die Kommentarfunktion auch heißt, da ist das Leben tobt da, aber nicht auf meiner Homepage. Aber ich weiß noch nicht mal, was Facebook macht. Facebook, wenn ich mit denen rede, weiß anscheinend selbst auch nicht, also was sie schon uns gegenüber erklärt haben. Wenn man nachfragt und sagt, machen wir gar nicht. Wieso habt ihr es dann geschrieben? Ach, machen wir vielleicht doch. Also mit so, wie kann man denn sowas festhalten? Die Kollegen in England haben nach Cambridge Analytica Facebook-User eingeladen zu sich, um denen zu zeigen, das ist das, wie Brexit zum Beispiel, Hinweise euch gegeben wurden, dass ihr in die eine oder andere Richtung, ich glaube es war immer nur die eine Richtung, Brexit, Empfehlungen bekommen habt. Und das war sehr emotional. Man hat erst analysiert, wofür interessieren die sich, wo kann man die richtige Musik dazu bei dem Video einspielen, wie kann man die richtigen Tierchen auflaufen lassen und dann als letzten Screen machen und die EU, die schützt euren irgendwas, Eisbären nicht. Brexit. Also wie man eine Manipulation macht. Und das ist eben ein Problem. Wir haben auf einmal nicht mehr nur, ich kann entscheiden, wie viel Paar Schuhe, ich bin ja eine Frau, wie viel Paar Schuhe ich kaufe und welche, sondern genauso wird mein Wählerverhalten beobachtet und beeinflusst. Da haben wir auf einmal amerikanische Präsidenten, die die Weltmacht verändern oder eben ein Brexit, der vielleicht jetzt gar nicht mehr so gewollt war. Also das ist auf einmal viel, viel mehr als der kleine, vergleichsweise kleine Datenschutz. Und da brauchen wir wirklich die gesellschaftliche Debatte, das Parlament, was da auch nochmal eingreift. Ansonsten aber, solange man gar nicht erklärt, was da passiert oder nicht verständlich erklärt, Verständlichkeit steht jetzt drin in der Grundverordnung, da kann doch auch nicht so etwas einfach ja, hingenommen, achselzuckend von einem Verantwortlichen hingenommen werden. Also da erwarte ich mehr von denjenigen. Ich erwarte natürlich auch, dass die anderen wie Facebook und so zuliefern. Und warum nicht eine Fanpage haben, die wie eine Webpage funktioniert, ich entscheide als Verantwortlicher, wird getrackt oder nicht, bei mir wird nie getrackt. Ich möchte nur eine Fanpage haben, bei der ich sicherstelle, da wird nichts getrackt. Ich zahle dafür natürlich auch als Verantwortlicher. Warum sollte ich eine kostenlose Fanpage von Facebook nehmen, die dann mir vielleicht auch morgen die Adresse wegnimmt, wir haben ja noch ganz andere Probleme, die möglicherweise auch über meine Kunden auf einmal Bescheid weiß, über meine Selbsthilfegruppenmitglieder Bescheid weiß und das entweder über Konkurrenz oder Erpressung war ja schon ein bisschen genannt, irgendwie später, viel später vielleicht verwendet. Man hat das ja sehr schwer im Griff und deswegen ist auch mehr beim Verantwortlichen angesiedelt, als bei den Einzelnen, die doch nicht wissen, klinke ich links oder rechts, sonst stand doch immer okay auf der anderen Seite. Also das wäre dann zu wenig. Aber ich sehe schon, wir haben ja noch weniger, wir haben Leute, die auch noch weniger gesprochen haben. Gar kein Problem, darum geht es hier nicht. Nee. Das kann ich auch nachholen. Ja, genau. Ich möchte nochmal einen weniger emotionalen Punkt ansprechen. Und zwar geht es mir vor allem auch um Speichern. Und die verschiedenen Kontexte oder Situationen, in denen man das vielleicht unterschiedlich bewertet. Und zwar, Hypothese ist, ich arbeite im Energiesegment
Smart Home und wir haben irgendwie eine komplexe Wohnsituation mit Jalousien, die man rauf und runter fahren kann und Licht an und aus und Heizkörper. Jetzt gibt es einen Anbieter am Markt, der das möglicherweise als für alle Systeme betreiben möchte und der möchte einfach nur eine sogenannte smarte Steuerung bauen. Also einfach, jetzt kann man sagen, es geht Richtung Nudging und so weiter. Wir akzeptieren mal alle ganz kurz, dass es sinnvoll sein könnte, eine solche Steuerung anschalten zu können. Um diese zu entwickeln, muss der oder diejenige Daten sammeln. Denn nicht daran interessiert, das Profiling einer Einzelperson oder eines Einzelhaushaltes zu machen, sondern es geht um das gesamte Situation aus einem Portfolio von Haushalten zu einer optimalen Steuerung zu kommen. Und jetzt ist die Frage 1, wann darf er das? Wie müsste ich die Zweckbestimmung, also ich weiß ja vorher auch nicht so ganz genau, was rauskommt. Ich könnte behaupten, ich baue euch jetzt die super smart Steuerung. Wenn ich Pech habe, kommt aber nur der optimale Jalousien rauf und runterfahrer daraus. Es ist einfach, die Realität zeigt, dass nicht immer in den Daten ist, was wir hoffen. Und dann ist eine andere Ebene bezüglich dem Gesamtbegriff Verarbeitung und Speichern. Bei einem meiner vorherigen Arbeitgeber, und ich war in der Deutschen Bank und in der ersten, das können Sie sich einen aussuchen, war es definitiv so, dass man, die Daten sind so abgespeichert, dass ich sie nicht auf einen PC bekomme, ich kann sie nicht extrahieren aus dem System und es gibt eben ein Logging auf alles, was ich mit den Daten mache. Wenn ich also zufälligerweise Interesse an den Kontoverbindungen eines Vorstands habe und bin so doof und stelle diese Anfrage ins technische System, dann werde ich ein paar Sekunden später angerufen und vielleicht auch instantan, je nach Land, in dem ich arbeite, gefeuert. Also so ein bisschen der Punkt zu sagen, wenn man sich darauf einigt, dass an einem Punkt die Datenhaushaltung erstmal rechtmäßig und in Ordnung ist, dann kann man ja auch viel von der Kontrolle über die Anwendung aus einer technischen Sicht machen. Und noch ein Punkt, der mir jetzt gerade entfallen ist, aber speichern, dass man das eben auch anderen steuern kann und diese Zweck, das ist halt auch so eine Herausforderung, wenn ich jetzt so ein Smart hast du nicht gesehen entwickeln will, Intelligence irgendwas, ich weiß halt vorher nicht wirklich, was rauskommen wird. Und dann ist es mit dieser vorherigen Nennung des Zwecks eben unheimlich schwierig. Also wie verheirate ich das Ganze mit diesem AI-Konzept? Aber der Zweck ist doch schon klar. Zweckbindung. Ja gut, die Frage ist, glaube ich, die Konkretisierung der Zweckbestimmung, ne? Und dann die Frage der Zweckänderung. Aber da gehen wir sehr tief ins Juristische rein. Aber trotzdem, also wir können es gerne mal lösen. So. Genau. Trotzdem nehme ich jetzt mit, hier bleibt es dabei, die Idee auf dieser Seite ist differenziert nach Risiken, differenziert nach Datenarten, nach Verwendung, nach dem, was damit passieren soll, zu regulieren. Hier will ich falsch verstanden werden, deswegen mache ich Fragen. Prinzipiell jedes Datum ist riskant. Aber genauso differenziert Risiko. Prinzipiell ist jedes Risiko, ist jedes Datum bekannt, am besten, wenn es denn schon entsteht, sollte es anonym verarbeitet werden oder sollte es dann eine Regulierung geben, die in diese Richtung geht? Sollte die Verwendung von Daten eng halten, also die Nichtverkettbarkeit, also die Frage von, was darf ich anschließend machen? Und es sollte Alternativen geben, um möglichst der Selbstbestimmung zum Durchbruch zu verhelfen, nicht nur im rechtlichen Sinne, sondern auch ökonomisch. Also, dass es Wettbewerb gibt, dass es entsprechende alternative Angebote gibt. Ich glaube, zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die Diskussion auch in Zukunft und es spielt eigentlich relativ gar keine Rolle, wahrscheinlich auf welcher Ebene wir das diskutieren, also in welcher Form der Regulierung, wo wir sagen, ist das jetzt EU, ist das Selbstregulierung, ist das Bundesgesetzgebung. Letztlich wird es wahrscheinlich dazwischen immer diese Auseinandersetzung geben, von welcher Seite nähe ich mich dem. Das werden wir heute nicht mehr lösen.